So, guten Tag allerseits. Ich begrüße Sie heute wieder zu den Rechnernetzen. Heute gibt es auch etwas über TCP zu hören. Ich habe letztes Mal schon so ein bisschen Anlauf genommen, so über das Historische gesprochen. Hier bei RFC 793 und viele, viele weitere. Und Sie haben ja teilweise zumindest schon mal mit den Sockets mal einen Socket aufgemacht und da ein paar Byte reingesteckt, in der Hoffnung, dass hinten dran ein Paket rauskommt aus dem Computer und auf der anderen Seite wieder ankommt. Beim TCP ist es so, dass es an der anderen Seite zuverlässig ankommt. Also all die Bytes, die Sie da in diesen Strom reinstecken, in diese Sockets reinstecken, die werden am anderen Ende auch wieder auf solchen Sockets abgeliefert. Und die Idee ist hier auch bei diesem stromorientierten Dienst, dass das TCP unten drunter, wenn Sie nur ein Byte reinstecken und dann eine Minute nichts mehr reinstecken, dass er dieses eine Byte auch zuverlässig auf die andere Seite transportiert. Und wenn Sie ganz viel reinstecken, dass er das auch komplett auf der anderen Seite abliefert. Das ist das Versprechen, das hält das TCP auch ein und dafür muss es sich, das werden wir auch noch sehen, teilweise schon ganz schön anstrengen. Also, das Erste, was wir uns zum TCP merken wollen, ist so ein, es ist so ein stromorientierter Dienst. Erste Aufgabe. Die zweite Aufgabe ist, der muss Verbindungen aufbauen und wieder abbauen. Sie machen so ein Socket auf, zum Beispiel hier mit dem Active Open, dann hoffen Sie natürlich auf die Rückmeldung. Wir sagen an der Benutzerschnittstelle Active Open und dann soll ein Open Success zurückkommen, beziehungsweise der Server sagt einen Passive Open. Und er erwartet sich dann natürlich schon irgendwann sowas wie ein Open Received. Dann werden die Bytes, dieser stromorientierte Dienst, geschickt und die sollen ankommen auf der anderen Seite. Der Server soll die kriegen. Wir sollen die Antwort vom Server kriegen oder wollen die Antwort vom Server kriegen. Und dann am Ende Close. Also Verbindung ist das Zweite, was wir uns merken wollen. Das wären 5 Punkte. Drittens, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, fehlerfreie Übertragung. Also wenn irgendwie ein Übertragungsfehler passiert, und wir haben ja schon darüber gesprochen, was alles passieren kann, und für das IP manifestiert sich das, was alles passieren kann, eben in falscher Reihenfolge, Duplikate, fehlende IP-Pakete und vielleicht irgendwelche Bitfehlerchens. Bitfehler, die weiter unten passieren, dann fliegen ja die Frames gleich weg, weiter unten, oder die Pakete. Weiter oben, hier auf der TCP-Ebene, da gibt es auch nochmal, das werden wir auch gleich sehen, hier so eine Check, und auch da kann nochmal festgestellt werden, dass es einen Fehler gegeben hat. Und dann braucht es auch nochmal Wiederholungen, um die Übertragung fehlerfrei hinzukriegen. Also fehlerfreie Übertragung, das war jetzt der dritte Punkt. Der vierte Punkt ist Flusskontrolle. Also der anderen Seite nicht zu viele Daten zu liefern, sodass sie die verwerfen muss. Das gehört natürlich zur Fehlerkontrolle dazu. Irgendwie ein bisschen, also die Finger sind vielleicht enger zusammen. Eigentlich ist es der stromorientierte und der Verbindungsaufbau und Abbau gehört ja auch irgendwie zusammen. Wenn wir zum Thema Flusskontrolle, wenn wir Bytes übertragen, dann sollen die bitte vom TCP so abgeschickt werden, von diesem Transportprotokoll so abgeschickt werden, dass die Gegenseite nicht überrannt wird und dass wir dann Wiederholungen machen müssen und dadurch die Übertragung vielleicht sogar gebremst wird. Und das letzte, der fünfte Finger, das ist die Verstopfungskontrolle.
und da werden wir hier auch nochmal in diesem Zusammenhang darüber sprechen, heute in dieser Stunde, über die Verstopfungskontrolle. Nochmal so als Wiederholung zur Auffrischung, Verstopfungskontrolle, da geht es darum, dass das Netzwerk nicht überlastet wird. Das ist eigentlich vielleicht gar nicht so ein Job von der Schicht 4, eigentlich wäre es ein Job von der Schicht 3, die Verstopfungskontrolle zu managen, aber beim TCP ist es halt so, dass der sich auch um Verstopfungskontrolle kümmert, weil es unten drunter kein anderer macht. Und über die Art, wie das funktioniert, da müssen wir dann sprechen. Wie immer, wenn wir über Paket sprechen, hier vorne noch kurz was. Die Adresse, die für die Verbindung hier benutzt wird, also Aufbau, die wird also einmal reingesteckt in den TCP und der TCP baut zu diesem Host, der sich hinter dieser IP-Nummer versteckt, und dem Port eine Verbindung auf. Wir haben bei der Adressierung darüber gesprochen, den Port muss man wissen oder man muss jemanden, den Port von jemandem kennen, den man fragen kann. Oder die IP-Nummer und den Port von jemandem kennen, den man fragen kann. Also das müssen wir irgendwie wissen. Die Anwendung bekommt irgendwoher eine IP-Nummer und eine Portnummer oder sucht sich das zusammen, eine IP-Nummer und eine Portnummer, und dahin wird dann die Verbindung aufgebaut und hier in dieses Open, Active Open, da müssen wir reinstecken, wohin das denn gehen soll. Und nachdem die Verbindung aufgebaut ist, brauchen wir uns als Benutzer vom TCP nicht mehr um Adressierung zu kümmern. Das geht dann alles, und zwar so präzise, dass unser Partnerprozess auf der anderen Seite angesprochen wird. Wenn wir einen Webbrowser programmieren und haben dann einmal IP-Nummer und Portnummer in die Verbindung reingesteckt, die wir da aufgemacht haben wollen, und die Verbindung ist dann tatsächlich geöffnet worden, zustande gekommen, dann brauchen wir die Adresse nicht mehr irgendwie bei jedem Stück Daten, das wir haben, zu übergeben. Und auch hier beim Open Received kommt natürlich raus, mit wem wir denn da eine Verbindung aufgebaut haben. Also gut, Verbindung existiert dann jetzt zu diesem Gerät, eigentlich zum Prozess, ne, weil wir ja IP-Nummer und Port, also Geräte, Adresse und Port angeben. So, jetzt wie üblich, wenn wir über ein Protokoll sprechen, gucken wir uns am Anfang das Paket an. Und ich habe jetzt hier noch, um den Kontext zu liefern, den Anfang vom LLC-Frame und das Ende hingeschrieben, also Logical Link Control, da stehen Ethernet-Adressen zum Beispiel drin, und hier hinten eine Prüfsumme. Aber das gehört nicht zum TCP dazu, ich will es ja nur, hab's nur zur Einordnung. Und dann haben wir hier hellblau den IP-Header, über den wir ja gesprochen haben, IP in der Regel heutzutage IP Version 4 oder auch schon Version 6. Und danach kommt der TCP-Header, das gelbe hier, und das Graue, die Daten, und ja, mit Grau möchte ich auch symbolisieren, dass der TCP da nicht weiter hineinguckt in die Daten, sondern dass das was ist, was die Applikationen austauschen. Ja, dann sprechen wir kurz drüber. Es gibt sicher noch detailliertere Zeichnungen, wie so ein Header aussieht, in dem TCP-IP Illustrated, das ich Ihnen ja schon genannt habe, von dem Stevens. Das Buch, da ist vorne im Umschlagdeckel die Zeichnung drin, wie so ein TCP-Header aussieht, damit man es immer schnell findet. Und wenn ich das hier so hinschreibe, dann ist es jetzt nicht die Idee, dass man das auswendig lernen muss, aber was man schon wissen sollte, sind die wichtigsten Felder, das Interessante daran. Also wenn Sie jetzt hier sagen würden, die in der Prüfung zum Beispiel, diese Sequenznummer, die ist 30 Bit lang, dann würde ich sagen, naja, 32 Bit Lächel.
und in welcher Position, das ist es eigentlich auch egal. Worum es mir geht, ist, dass man die Felder, die für die wesentlichen Mechanismen da sind, dass man das halbwegs kennt, dass sie das halbwegs kennen. Also wir fangen an mit den beiden Ports. Da steht Plural, es sind zwei. Destination Port und Source Port. Jeweils 16 Bit, das gibt also einmal 32 Bit. Ein klassisches Wort im Rechner. Ich sage absichtlich klassisch, weil man ja heutzutage 64-Bit-Rechner auf 64-Bit argumentieren könnte. Dann kommen 32-Bit-Sequenznummer und diese Acknowledgement-Number. Über deren Semantik müssen wir einfach später sprechen. Wozu Sequenznummern da sind, haben wir schon besprochen. Wozu Acknowledgement-Nummern da sind, haben wir eigentlich auch schon besprochen. Aber wir werden noch ein bisschen präziser darüber auch nochmal hier sprechen. Und das entspricht, schon wieder sprechen, den beiden Feldern im HDRC-Header, die wir ja auch schon hatten. Danach haben wir noch ein bisschen Kram, über den wir jetzt nicht sprechen wollen. Dann haben wir hier die Fenstergröße und da geht es um das Fenster für die Flusskontrolle. Wenn man das jetzt anschaut, hier 16 Bit, das ist ja eigentlich gewaltig, aber wenn wir über die Semantik dieser Nummern sprechen, werden wir dann feststellen, naja, vielleicht doch nicht so gewaltig. Dann kommen hier eine 16-Bit-Prüfsumme und da kann ich jetzt gleich schon mal von weg sagen, nein, das ist kein schöner CRC oder sowas, sondern das ist eine relativ primitive Prüfsumme. Diese Prüfsumme, da steckt übrigens, das habe ich erst, ist mir erst vor kurzem richtig klar geworden, noch ein kleiner Hack dahinter. Der benutzt nämlich zur Prüfsummenberechnung einen IP-Dummy-Header. In diesem IP-Dummy-Header, da setzt er IP-Nummer ein, die IP-Nummer Destination und Source. Und diese Prüfsumme bezieht sich also auf das von hier bis hier hinten. Die steht aber vorne dran im Header. Gucken Sie beim die Prüfsumme beim Ethernet, die steht nicht da vorne beim Header, sondern die steht da hinten am Ende der Daten. Das ist durchaus ein Unterschied. Also gut, die wird über, naja, all das hier plus so einen vom TCP selbst gebastelten Header gemacht. Der entspricht nicht dem tatsächlichen IP, der da drin steht, sondern nennen wir es mal bei IP-Header Stern. Und dann kommt noch das Option Field hier hinten und auf das, das kann eventuell länger werden, dieses Option Field, je nachdem, was hier drin steht. Was wir noch hier irgendwo haben, hier drin, das sind diese 6 Bits zur Signalisierung. Diese Signalisierungsbits, da werden wir gleich eins kennenlernen, das ist dieses SYN-Flag. Die nennt man auch manchmal Flags. Also wenn da eines von diesen Bits hier drin gesetzt ist an der richtigen Stelle, dann heißt das, ich, dieses TCP-Segment, ich diene der Synchronisation beim Verbindungsaufbau. Dann gibt es da noch das Acknowledgement Flag, das heißt, dass diese Sequenznummer hier gültig ist, in Anführungszeichen. Dann haben wir noch das Push-Flag, kann man noch drüber sprechen, Reset, wie man sich so denkt. Das Fin-Flag, auch wie man sich so denkt, zum Verbindungsabbau. Das haben wir noch, Urgent. Da gibt es übrigens auch noch hier irgendwo drin noch einen Urgent-Pointer. Hat auch so mal seinen Sinn gehabt, oder man hat sich mal gedacht, dass das nützlich wäre. Ich werde hier nicht so viel darüber reden, weil ich was nicht so nützlich finde. Nun gut, und jetzt kommen dann viele, viele Bytes an Daten. Das Ganze, von hier bis hier, das nennen wir, das versuche ich zu nennen, der Vorlesung, ein Segment zu nennen. Hier steht Paketformat, ich hätte vielleicht auch Segmentformat schreiben können oder sollen. Fragen?
Mal schauen, ob ich hier meine Frage-Antwort-Maschine dabei habe und noch Strom drauf ist. Ach nee, diese iPod-Touches, die sind immer so schnell leer. Fast wie ein Mobiltelefon. Also, heute müssen Sie die Fragen dann, müssen Sie sich aufraffen und ein Fingerchen in die Höhe strecken. Oder besonders fragend mich angucken. Das ist mein gefährlicher Ansatz, ne? Für Ihre Kollegen. Ich könnte ja meinen, dass Sie auch Fragen gucken. Also diese sechs Flags hier, uns interessiert insbesondere das und insbesondere das und insbesondere das. Über die hier sprechen wir jetzt im weiteren Verlauf nicht mehr. Also am Anfang, wenn es noch keine Verbindung gibt, dann wollen wir, indem wir ein paar die richtigen Segmente schicken, eine Verbindung aufbauen. Dieser Verbindungsaufbau, der heißt auch Three-Way Handshake. Three-Way Handshake, 1, 2, 3. Aber vielleicht sollte ich diese Zeichnung noch ein bisschen besser erklären. Hier auf der linken Seite beim Client, da gibt es diesen Socket Layer. Und der Socket Layer, der kommuniziert mit dem TCP. Socket Layer ist das, wie wir den TCP benutzen können. Man könnte den auch anders benutzen, aber in der Regel wird der mit dem Socket Layer zusammen benutzt, weil der Socket Layer nochmal das Programmieren etwas bequemer macht. Also hier auf der linken Seite Socket Layer und unser Programm, unsere Anwendung macht ein Socket auf und sagt, ich will hier die Verbindung aufbauen. Dann sagt der Socket Layer zu dem TCP, schick doch mal die Sequenznummer. Und der TCP fängt dann an mit diesem mit dem Three-Way Handshake. Also der schnürt ein Segment, da setzt er das Synchronisier-Bit. Da gibt es jetzt kein Bit, das heißt, wir machen die Verbindung auf, Open oder Set Asynchronous Balanced Mode oder sowas ähnliches, sondern wir synchronisieren jetzt mal die beiden Protokollmaschinen, hier links und hier rechts. Und da steht jetzt dann hier, das kommt in ein IP-Paket hinein, in Ethernet-Frame und so weiter, mit ARP kriegen wir die zugehörige, zur IP-Nummer zugehörige Ethernet-Nummer heraus, das macht nicht der TCP, das passiert weiter unten in diesem Stapel. Der TCP muss aber natürlich dem IP sagen, wohin dieser Frame jetzt hingehen soll, also die IP-Nummer mitteilen. Und vorne drin steht die Socket-Nummer. Also das SYN-Bit gesetzt, die Sequenznummer setzen wir mal auf X, auf einen Wert. Klassisch, wenn man sich hinhockt und naiv losprogrammiert, würde man da vielleicht 0 oder 1 eintragen. Das stellt sich als keine gute Idee heraus. Das ist aber nicht so offensichtlich, warum das keine gute Idee ist. Aber das hat damit zu tun, wenn irgendeine Verbindung abgebaut wird oder unterbrochen wird, dass wenn man wieder zu diesem selben Port, zu derselben IP-Nummer eine Verbindung aufbaut, dass man dann für den anderen hier ein Unterscheidungskennzeichen hat. Deshalb würfelt man dieses X hier, da kann man die Zeit reinmanschen und sonstige Dinge und noch ein bisschen Zufall. Also man versucht da ein relativ eindeutiges X zu produzieren und bei 32 Bit, die man zur Auswahl hat, gibt es ja immerhin 4 Milliarden Zahlen, die man da einsetzen kann, kriegt man schon halbwegs so hin, dass die Wahrscheinlichkeit nicht so groß ist, dass man da dasselbe produziert wie beim vorhergehenden Verbindungsaufbau. Also es dient dazu, damit nicht irgendwelche Sachen verwechselt werden, dass man da sich eine Sequenznummer vernünftig ausdenkt und nicht einfach einen Nuller reinschreibt. Da stehen noch mehr Sachen drin in dem Header. Was uns noch interessiert, ist die Window Size N. Die Window Size N gibt man an, damit der auf der anderen Seite weiß, wie viel Empfangspuffer wir hier haben.
Also das ist die Windows Size, der hier dem mitteilt, ich habe so und so viel Speicher. So, jetzt kommt das Paket hier an und wenn wir das nicht hätten, wird es verworfen. Auf unsere Verbindung, da muss jemand warten. Das ist genauso, wie wenn Sie irgendwie abends um so und so viel Uhr an jeder an der Haustür klingeln oder an der Wohnungstür klingeln. Da kann sein, dass keiner da ist oder kann sein, dass der rausguckt und sagt, jetzt kann ich dich aber nicht brauchen, die Tür gleich wieder zumacht. Also man muss schon irgendwie erwartet werden. Ganz einfach deshalb, weil auf dieser Seite natürlich ein Prozess laufen muss, der die Daten auch abnehmen kann. Wenn der hier eine Verbindung aufbaut, der TCP nimmt die Verbindung hier, hat aber keinen Kunden dafür, dann sitzt er einfach auf den Daten. Dann werden die zwar zuverlässig hier übertragen, aber spätestens hier drüben entsorgt. Also, hier muss jemand vorher Passive Open gemacht haben. Es kann übrigens auch klappen, wenn diese beiden Active Opens auf beiden Seiten fast gleich erfolgen. Aber, naja. Die übliche Art ist, hier drüben hat einer Passive Open gemacht. Ich nehme Verbindungen an auf Port zum Beispiel 80. Und jetzt sind wir beim Webserver. Der macht einen Socket auf, Active Open. Ich nehme auf Port 80 Verbindungen entgegen. Dann kann diese Verbindung tatsächlich in Empfang genommen werden. Und der Prozess hier, der kriegt, wenn hier diese Message Receive Sequence Number kommt, einen Open Received. Jetzt kann er noch irgendwas machen, einen Smiley auf dem Bildschirm anzeigen oder sonst irgendwas Nützliches. Hier drin. Hier wird geantwortet mit, jetzt senden wir selber unsere eigene Sequenznummer. Und es wird ein Frame gebastelt, nein, nicht Frame, ein Segment gebastelt, das wir darüber schicken. Wir wollen genauso synchronisieren, wie das der andere macht. Wir schicken also hier eine Sequenznummer Y mit. Außerdem bestätigen wir, dass wir hier eine Sequenznummer gekriegt haben. Das machen wir, indem wir sagen, als nächstes erwarte ich X plus 1. Hier steht drin, was man erwartet. Mit der Sequenznummer, das können wir jetzt auch gleich hier sagen, diese Sequenznummern, die hier drin stehen, das sind Bytezähler. Also, da steht jetzt hier zum Beispiel drin, ich erwarte als nächstes das Byte mit der Nummer 3.581.242 oder 243, je nachdem, was hier drin stand. Und ich gebe dem hier auch meine Fenstergröße. Also hier steht, ich erwarte als nächstes das da und das hier ist meine Sequenznummer. Es gibt wieder zwei Sequenznummern in jeder Richtung. So, der kriegt jetzt Receive Sequence Number, sagt Open Success, Send Acknowledgement, schickt ein Segment mit dem ACK-Bit gesetzt und in dem Acknowledgement Number Field steht Y plus 1 drin. Ich erwarte als nächstes das Byte Y plus 1. Außerdem kann man da auch, wird dann auch nochmal da die Fenstergröße wiederholt. Ich meine, die ist ja hier gerade, wenn Sie so wollen, eins kleiner geworden. Hier oben, ne? Da. Der Sinn dieser Geschichte ist, dass wir die Sequenznummern auf beiden Seiten synchronisieren. Deshalb heißt das Flag auch SynFlag. Und deshalb schicken wir da auch Sequenznummern. Ich habe es hier nochmal hingeschrieben. Jetzt haben wir eine Verbindung aufgemacht. Dass sich der Server auf der Seite noch irgendwie darum kümmern muss, dass er dann gleich wieder neue Verbindungen annehmen kann auf diesem Port 80, wenn er zum Beispiel ein Webserver ist, da können ja vielleicht mehr kommen wollen. Ja, da muss man dann das entsprechende Prozessmanagement machen und, und. Das wollen wir jetzt hier mal nicht verhandeln.
Ich habe noch ein paar Dinge, die ich hier anfügen möchte. Hier unten steht, auch das erste Paket kann Daten enthalten. Das stimmt nicht ganz. Das hat man mal eine Zeit lang geglaubt, das habe ich auch eine Zeit lang geglaubt. Das hat man sogar auch, glaube ich, mal eine Zeit lang gemacht. Aber eigentlich, also im Standard steht drin, man sollte das nicht machen. Und das will ich noch kurz erklären, warum. Wenn man hier in dieses erste Paket, ins erste Segment, schon ordentlich Daten reinstopft, dann könnte man ja hier drüben den Puffer überfordern. Das heißt, es müsste wieder verworfen werden, dieses Segment. Denn der kennt ja gar nicht die Puffergröße von dem hier, wenn er losgeht, wenn er anfängt. Und es gibt keine Standardvereinbarung, wir müssen immer so viel mit so viel Puffer starten. Warum ist das in der zweiten, in diesem Paket, da könnten schon Daten drinstecken? Denn hier hat er ja seine Window Size bekannt gegeben. Also in dem Retour-Paket könnte es drinstecken und hier können auch Daten drinstecken. Warum ist das hier ein Big Deal, dass es da nicht drinstehen kann? Wer hat eine Idee? Oder nicht drinstehen sollte, Daten? Vorschläge? Jetzt gucke ich fragend. Also mir fällt sofort eine Anwendung ein und das ist der GET-Request vom Webbrowser. Da müsste ja eine URL drin stehen. Und schön wäre es ja, wenn ich eine Verbindung aufbaue, also hier der Browser, hier der Webserver, wenn ich eine Verbindung aufbaue und ich kann hier schon die URL mitschicken, dann könnte der ja auch schon anfangen, das Resultat zu schicken. Dann würde ich schneller an meine Daten rankommen. So ist es nicht. Wir müssen erst für die URL den blöden Roundtrip abwarten, bis hierhin. Und naja, schauen Sie sich eine Pingtime zu irgendeinem Webserver an. 20, 30, 40, 50, 100 Millisekunden sind schnell bei zusammen. Wenn der Webserver in Amerika steht, dann das haben Sie ja auch an dem Traceroute gesehen, da kommen dann schnell mal Pingzeiten von 100 Millisekunden oder was zusammen. Geht auch kaum kürzer, denn wir haben ja einigen Weg zurückzulegen. Wir müssen also hier eine Zwangspause einlegen, weil wir hier vorne keine Bytes reinstecken dürfen. Man kann natürlich schummeln und darauf hoffen, dass der schon ein bisschen Puffer hat. Und nicht so pingelig ist. Also, dass man hier zumindest da irgendwie 100 oder 200 Byte reinstecken kann an URL. Das wäre ja schon mal was. Und wir sollten auch nicht vergessen, wie so der Webverkehr aussieht. Wenn Sie eine moderne Webseite anschauen, damit die gemacht wird, mit den Bildchen und was da sonst noch so alles drin steht und da was herholen und dort was herholen. Die moderne Webseite liegt ja nicht mehr auf einem Server, sondern auf vielen verschiedenen Servern herum. Und wir haben jedes Mal vorne dran diese Extrazeit, die wir warten müssen für so eine Verbindung, ist schon nicht schön. Aber gut, so ist es jetzt. Es gibt keine Standardvereinbarung für dieses Fenster, sondern man muss das hier angeben und dann kriegt man es von dem hier mitgeteilt, wie groß dessen Fenster ist. Und jetzt kann man endlich Daten mitschicken. Der kann Daten schon während dem Handshake mitschicken, also während dem zweiten Paket und der erst hier bei dem dritten Paket. Fragen hierzu? Keine. Das ist übrigens natürlich etwas, was schon auch häufiger mal in Prüfungen gefragt wird. Der TCP und der Three-Way Handshake. Und den Fachbegriff, den sollte man sich vielleicht auch noch reintun. Merken.
Kommt auch gut, wenn Sie irgendwann dann mal so Three-Way-Handshake sagen. Dann sieht man schon eher als Fachmann da oder aus. So, jetzt wollen wir die zweite Phase, das, was uns eigentlich am meisten interessiert. Halt, unterbrochen, nein, wollen wir noch nicht. Zwischenfrage, auch wieder ans Publikum, auch wenn ich Gefahr laufe, dass es keine Antwort gibt. Was passiert denn, wenn dieses Segment verloren geht? Das Netzwerk könnte es ja verschlampen. Vorschläge. Meine Ohren sind schlecht, ich muss es laut sagen, ja? Nach dem Timeout nochmal, genau. Wenn dieses Ding hier abgeschickt wird, wird hier ein Timeout aufgesetzt. Wir brauchen eine vernünftige Schätzung am Anfang für den Roundtrip-Delay. Wir haben ja noch nichts gemessen. Messen können wir erst, wenn das hier wieder ankommt. Aber wir müssen ja also ein Timeout aufsetzen und den ein bisschen laufen lassen. Und irgendwann dann mal, wenn das Ding verloren gegangen ist, müssen wir das da wiederholen. Dann muss der übrigens wieder das hier schicken natürlich, denn er kann ja davon ausgehen, dass es verloren gegangen ist. Der weiß nicht, ob das verloren gegangen ist oder ob das verloren gegangen ist. Das mit dem Timeout, das werden wir uns schon auch, können wir uns hier noch ein bisschen angucken. Also der Datenaustausch. Bytebasierte Sequenznummern, hier steht es auch nochmal, ne, da und da zusammen. Sliding Window, das bezieht sich jetzt auf die Bytes und nicht auf Segmente. Also der hier schickt ein Datenpaket und da ist ja schon wieder was falsch in dieser Zeichnung. Ach, jetzt regt es mich aber allmählich wirklich auf. Also jetzt das Sekt, das streichen Sie bitte weg hier. Da, das steht nicht dran. Wir schicken ein Datenpaket, da steht eine Sequenznummer drin und da hinten sind Daten dran. Fertig. Die kommen hier an und wenn es ankommt, dann schickt der eine Bestätigung. Diese Daten hier, da sind n Bytes drin. Diese Uhr ist irgendwie interessant, gell? Okay. Da sind also n Bytes drin in diesem Datenpaket. Dann bestätigt der hier, indem er sagt, als nächstes erwarte ich x plus n. Die Fenstergröße hier, wenn da n drin steht, dann ist es nicht unbedingt dasselbe n. Sollte man vielleicht, ne, könnte ich auch klein schreiben oder das hier oben klein schreiben. Hier gibt's, der gibt hier mit dem mit der Fenstergröße wieder bekannt, wie viel er noch in dem Puffer verträgt. Also hier würde das bedeuten, es ist angekommen und es ist auch schon verarztet, abgeliefert worden. Das können wir hier auch irgendwie draus, indirekt schließen, obwohl das natürlich ein unzuverlässiger, nicht unbedingt zwingender Schluss ist, aber zumindest gut geraten, dass das abgeliefert worden ist, weil das Fenster jetzt wieder so groß ist wie vorher. Und ja, das könnte ich vielleicht auch nochmal hier schöner machen. Also, das ist jetzt bestätigt worden. Wir können uns das irgendwie so vorstellen, der schickt eine URL und der antwortet schon mal mit erstens mit einer Bestätigung und zweitens noch mit vielen Bytes den ersten Teil der Antwort. Es gibt hier noch vielleicht noch mehr. Und der schickt jetzt hier auch noch ein bisschen mehrere Segmente, dreimal W-Byte. Also dann schickt er hier Sequenz Nummer Y und Daten und schickt gleich hinterher, bevor die Bestätigung da ist, schickt er nochmal Daten, und zwar Sequenz Nummer Y plus W, also wenn das W jetzt 1400 ist oder sowas ähnliches,
ein Paket, also ein Segment jetzt 1400 Byte enthält, dann wird er hier eben y plus 1400 schicken. Und der antwortet hier mit, hier unten, ich habe das bekommen, das Paket, das hier, und ich erwarte als nächstes y plus w, kommt dann da auch. Jetzt bestätigt der hier noch y plus 2w, weil er darauf gewartet hat. Das ist immer noch gar nicht da, da schickt er schon y plus 2w, denn wir nehmen mal an, das Fenster ist groß genug hier für 3 mal w Bytes. Und der bestätigt dann hier mit y plus 3w und setzt auch wieder irgendwie eine Fenstergröße, diese Window Size. Wobei ich Sie noch bitten möchte, hier zum Beispiel irgendwie kleine Ws und große Ws, kleine Ns und große Ns einzutragen. Denn tatsächlich ist diese Fenstergröße übrigens auch nur 16 Bit groß. Und die Zahl dann, die muss noch multipliziert werden mit einem Faktor, damit wir eine vernünftige Fenstergröße bekommen. Denn wenn da drin stehen würde, dann hätten wir ja die Fenstergröße von maximal 35, wir müssen ab 0 zählen. Wir möchten ja manchmal auch sagen, das Fenster ist jetzt 0, wenn wir nichts wollen. Also, das wird noch mit einem kleinen Integer multipliziert, eigentlich dann in der Regel, ich glaube es geschiftet mal 16 oder so ist ähnliches. Ich weiß es aber nicht mehr genau. Ist auch nicht so wichtig, dass man die genaue Zahl hat, man muss nur wissen, 16 mal ein kleines Integer. Das Fenster, das der hier benutzen kann, das ist das Minimum von diesem Advertisement, von diesem Advertisement und diesem Congestion Window, über das wir gleich noch sprechen wollen. Über den Verstopfungsfenster, das Verstopfungsfenster. Das hier ist das Flusskontrollfenster und hier steckt das Verstopfungsfenster drin und das zusammen ergibt das Fenster, das der hier ausnutzen kann. Und hier mit den Sequenznummern, da muss ich nochmal nachschauen und eventuell die Zeichnung reparieren. Die Sequenznummer ist natürlich richtig, aber hier das mit diesem Sec, ich glaube nicht, dass das Bit gesetzt ist. Oder? Nee, da gibt es ja auch gar keins, ne? Es gibt ja nur das SYN und die anderen, das ist Blödsinn, ich weiß auch nicht, warum ich das da stehen habe, wie mir das in die Zeichnung reingeraten ist. Aber ich kann es mir jetzt schon fast denken, ich habe neulich die Zeichnung wieder raus, das ist wahrscheinlich was ganz Altes, ich habe neulich die Zeichnung wieder rausgesucht und dann habe ich eine ganz alte Version davon gehabt, weil ich hier was ändern wollte und beim Ändern ist dann wohl wieder das alte Teil da reingeraten. Also das muss noch korrigiert werden, das mit dem Sec da weg. Das gibt es ja gar nicht, so ein Bit. So, wenn wir hier beim Verbindungsaufbau einen Roundtrip gemessen haben, dann können wir uns einen vernünftigen Wert für den Timeout überlegen, basierend auf dieser Roundtrip-Time. Die Roundtrip-Time, die misst der hier und der hier ständig. Beide messen die. Wenn die mal ein bisschen länger wird, dann nimmt man nicht das längere gleich als neue Roundtrip-Time, sondern das wird in den Filter reingesteckt. Und das Übliche, man will ja nicht wegen einem Ausreißer dann plötzlich den Timeout mit gleich viel größer haben und dann schwankt er auch zu stark. Man möchte ja nicht den Timeout geglättet haben. Also soll sich langsam entwickeln und wenn die Verbindung aus irgendeinem Grunde diese Roundtrip-Time länger wird, dann soll das vielleicht ein bisschen gedämpfter eingehen. Eben ein digitales Filter. Der Timeout, ich glaube, er ist 2,5 mal dieser Roundtrip-Time. Und ich glaube auch, dass im Standard das Filter drinsteht, das man benutzen soll, um diese Roundtrip-Time zu glätten und damit
die Änderung des Timeouts auch zu glätten. Wenn ihr, ich habe hier auch nochmal Timeout aufgeschrieben, der wird hier gesetzt, der würde eigentlich länger laufen, aber der wird dann eben abgebrochen, wenn die Bestätigung kommt. Also hier, dann geht er hier los, wird der Timeout von dem abgebrochen und wenn das hier ankommt, wird der Timeout von dem da abgebrochen. Und das hier ist ja die Bestätigung für das da. Also jedes Mal, wenn wir ein Paket abschicken, setzen wir einen Timeout auf, individuell für dieses Paket. Und wenn die Bestätigung kommt, dann wird der Timeout entfernt. Es können ja unter Umständen sein, dass noch drei Pakete ausstehen. Dann haben wir in dem Sender drei Timeouts am Laufen. Und wenn wir 20 Segmente abschicken dürfen, weil das Fenster groß genug ist, dann müssen wir, wir tun das und wir haben noch keine Bestätigung bekommen, dann sollten auch tatsächlich 20 Timeouts laufen. Eine TCP-Implementierung sollte also schon eine halbwegs effiziente Art haben, Timeouts aufzusetzen. Fragen hierzu? Haben alle verstanden? Das ist jetzt meine Frage. Ja, stellt sich vielleicht erst später raus. Jetzt kommen wir noch zum Verbindungsabbau. Auch da brauchen wir ein Handshake. Klar, wenn der eine sagt, doch, mir reicht es jetzt mit der Verbindung und gerade dieses Segment geht verloren, und der andere macht fröhlich weiter, dann wäre das ja unschön. Wir brauchen also auch Bestätigung für dieses Segment, in dem drin steht, wir wollen die Verbindung abbauen. Das Programm, das da läuft und die Sockets benutzt und TCP benutzt, sagt, ich möchte die Verbindung abbauen. Dann wird dem TCP mitgeteilt, jetzt müssen wir mal das FIN schicken. Dann schickt der ein Segment, hier in diesem Beispiel, in dem das FIN-Flag gesetzt ist, der bestätigt. Da braucht man übrigens auch noch wieder Sequenznummern dafür. Die habe ich jetzt hier mal rausgenommen, nicht so voll. Aber wenn jetzt also das FIN bestätigt ist, dann heißt das nur, dass der jetzt nichts mehr schickt und Feierabend machen möchte. Der andere kann aber durchaus noch ganz viel Daten haben. Und deshalb, hier in diesem Segment, das der schickt, das Segment machen wir weg, da ist das FIN-Flag gesetzt, da ist eine Sequenznummer drin und da ist noch ganz viel Daten drin, zum Beispiel wie Bytes. Der könnte übrigens auch noch weitere Datenpakete hier haben. Hier kann noch viel mehr drin stecken. Der Server kann ja, der kann sagen, FIN, ich möchte zumachen, die Verbindung beenden, aber der kann sagen, oder sich so verhalten, als ob er das zur Kenntnis genommen hat, aber durchaus noch viel zu senden hat. Die Semantik von dem FIN ist also eigentlich eher, der es FIN schickt, hat jetzt nichts mehr zu senden. Und nicht, ich will die Verbindung abbauen. Der schickt also fleißig Daten und hier schickt er selber das FIN, Daten, habe auch natürlich eine Sequenznummer und das muss hier noch bestätigt werden. Jetzt ist die Verbindung hier abgebaut und hier auch abgebaut. Allerdings gibt es noch die Geschichte mit dem FIN-Wait. Wir haben das Verbindungsende. Der A, der links hier, der hat zum Beispiel alles geschickt und schickt ein Segment mit dem FIN-Flag. Der B beantwortet das, hat aber noch viele Daten und schickt die Daten. Der B schickt das FIN mit den letzten Daten hier. Was aber auch noch sein könnte, ist, dass hier
bei dem hier, ich meine, der hat hier vorher noch ein paar Daten geschickt, dass dieses Paket hier überholt und dass selbst hier nach noch irgendwelche Daten eintröpfeln. Das kann passieren. Wir könnten auch die Situation haben, dass der hier fleißig Daten schickt und in dem letzten Paket, ich kann das hier vielleicht noch aufzeichnen, also hier kommt Finn und dann bestätigt der das hier, das Finn, mit der richtigen Acknowledgement-Number und so weiter. Und hier stecken noch Daten drin. So. Und hier, naja, eigentlich schickt er dieses Fin hier auf der rechten Seite, vielleicht nicht so schön gezeichnet. Ich male es mal so. Und das Fin soll jetzt hier schneller gehen, ein Fin ohne Daten drin. Dann kriegt der hier das Fin, da ist noch eine Sequenznummer drin. Aber es können eben hinterher noch Daten ankommen, die müssen auch hier unten noch bestätigt werden, später. Also, wenn der einen, was wir jetzt hier sehen ist, ist schon oben die Tafel, ich hätte es geschickter zeichnen sollen. Was wir jetzt hier sehen ist, dass wir hierher nach dem Fin noch Daten bekommen können. Und was wir sehen können, ist, dass die auch noch bestätigt werden müssen. Der muss also auch noch den Kontext halten. Die beiden hier, die brauchen noch ein bisschen Kontext. Da können ja noch Segmente für die ankommen. Wir können also nicht gleich, nachdem wir hier Finn gesagt haben, unseren Kontext wegwerfen. Sondern es können ja noch weitere Daten kommen, sowohl hier als auch hier. Und das steckt hier in diesem Fin-Wait drin. Also wir können nicht gleich Feierabend machen. Das hört sich jetzt an wie, ja klar, oder? Was sonst? Dummerweise gibt es aber eine Situation, wo das durchaus auch unangenehm sein kann, wenn Sie zum Beispiel ein Webserver sind, der populär ist. Dann haben Sie vielleicht 10.000 Verbindungen gleichzeitig. Und dann müssen Sie nach der Verbindung, jede von den Verbindungen noch ein bisschen offen halten. Die Verbindungen sind eigentlich alle nur ganz kurz. Sie werden gefragt nach einem HTML, müssen Sie halt 2-3 Kilobyte abliefern. Dann werden Sie gefragt nach einem Bildchen, dann schicken Sie meinetwegen so kleine Bilder, dann schicken Sie 3 Kilobyte und meinetwegen mal 10 Kilobyte und so weiter. Aber eben ganz viel davon, Tausende. Und die eigentliche Verbindung, das Netto, das ist nur ganz kurz. So 2000 Byte oder 10.000 Byte haben wir ja schnell geschickt. 5-6 Pakete, dann ist der Fall erledigt. Aber trotzdem müssen wir dann die Verbindung noch eine ganze Weile laufen lassen. Und zwar ein Vielfaches auch wieder von so einem Roundtrip. Nein, von einem Trip, nicht von einem Roundtrip. Ein Vielfaches von so einem Trip müssen wir das dann laufen lassen, weiter leben lassen, die Verbindung. Was dazu führt, dass ein Webserver, der busy ist, auf 10.000 aktiven Verbindungen sitzt und vielleicht noch 20.000 Zombies, die er wegen der Protokollmaschine noch aufheben muss, für einen Fall, der selten eintritt. Dass nämlich diese Überholerei da passiert und so weiter. Also das beglückt nicht unbedingt. Ich habe jetzt hier nochmal TCP State Machines hingeschrieben. So sehen sie nicht in dem Stevens Book aus, TCP IP Illustrated, aber ich habe sie jetzt mal so in diesem Automaten Grafikmodus aufgezeichnet. Zumindest in meinem Automatikgrafen. Die Art, wie ich Automaten gerne zeichne, aufgezeichnet.
Wir haben jetzt hier auf der linken Seite den Server und den Client und der macht jetzt hier einen Verbindungsabbau, beziehungsweise am Anfang auch noch einen Verbindungsaufbau. Der Server ist passive, der Client ist active. Also wir sind am Anfang beide im Closed-Zustand. Der Server, der sagt nun, oder den bringt eine Anwendung, eine Serveranwendung dazu, vom Closed in den Listen-Zustand zu gehen, mit dem Passive Open. Jetzt sitzt der und wartet auf ein ankommendes Segment, ich habe die hier rot gemalt, auf einen Syn. Wenn er so einen Syn bekommt, dann beantwortet er das mit einem abgehenden Segment Syn plus Ack. Also Ack, um hier irgendwelche Sequenznummer von dem Syn zu bestätigen und natürlich das eigene Syn. Und dem Kunden sagt er, wir haben Open gekriegt, Verbindung wird jetzt dann aufgebaut. Dann geht er in den Syn-Receive-Zustand und dann wartet er noch auf das Ack für das da, für den Syn. Dann kommt er in den Established-Zustand. Im Established-Zustand wird dann das da veranstaltet. Da könnte man natürlich auch noch automat aufzeichnen, machen wir jetzt aber nicht. Den Verbindungsabbau, den wollen wir dann gleich diskutieren. Das hier ist der passende Verbindungsaufbau hier auf der rechten Seite. Also, ein Programm sagt Active Open, der schickt einen Syn, geht dann in diesen Zustand Syn Send, hofft auf ein ankommendes Segment Syn Ack. Was ich hier nicht aufgezeichnet habe, ist der Timeout. Ne? Hier, da müsste eigentlich noch so ein runder Pfeil sein, in dem Timeout dran steht. Und wenn der Timeout passiert, muss nochmal ein Syn geschickt werden. Das können Sie sich ja auch noch in Ihre Zeichen dazu schreiben, dazu malen. Also hier so was Kreisförmiges. Und da würden wir dann hier schreiben Timeout und dann nochmal blau Syn hinschreiben. Aber wenn ich das hier jetzt auch noch reinzeichne, dann wird es vielleicht ein bisschen fusselig, die Zeichnung. Denn natürlich gibt es das auch hier. Und, also wir warten drauf, dass da dieser Syn-Ack kommt. Dann melden wir nach oben Open Success und schicken das Ack. Und man beachte, dieses Blaue hier korrespondiert mit dem Roten hier, das Blaue hier korrespondiert mit dem Roten hier und hier das Ack korrespondiert mit dem, das hier ankommt. Ja, das ist das Three-Way Handshake. Hi. Stimmt. Jetzt ist immer wieder synchronisiert, das ist ein interessantes Teil. Okay. Jetzt sind wir beide hier im Established-Zustand. Der hier macht jetzt Feierabend, Close. Das sehen wir daran, dass hier das Close dran steht. Also das kriegen wir von oben mitgeteilt, die schwarzen Sachen, die kriegen wir von oben mitgeteilt oder teilen nach oben mit. Hier teilen wir mit, Close. Wir schicken ein Segment ab, da steht das Fin-Flag drin. Jetzt sind wir im Wait Fin 1. Jetzt können zwei Sachen passieren. Der kann es bestätigen und dann sind wir hier in dem Fin Wait 2. Bestätigen heißt, oh, ist gut, du schickst also nichts mehr. Was ich mache, na, der Server kann sich das überlegen, das werden wir dann schon sehen. Wenn der Server das Fin klickt, dann bestätigt er das mit dem Ack und geht in den Close Wait. Schickt der Anwendung oben drüber Closing. Jetzt kann sich die Anwendung oben drüber überlegen, was sie macht. Noch 2 GB Daten schicken, noch ein paar Byte schicken oder sagen, na, mach zu, ist gut, ich habe auch nichts mehr. Dann wird ein Segment mit dem Fin geschickt.
Wenn das Segment mit dem Fin geschickt wird, dann freuen wir uns, schicken das Ack, sagen Closing, sind in diesem Zustand hier, bekommen dieses Ack hier von dem anderen. Und wenn wir hier Ack sagen, dann muss der ja das Ack kriegen, Last Ack, und ist in dem Closed Zustand. Dann kommen wir hier rauf. Hier den Timeout, da müssen wir zweimal diese MSL, das heißt, glaube ich, Maximum Segment Length, müssen wir die warten, diese Zeit, bis wir hier in den Closed gehen können. Sonst, wenn der andere nur Ack schickt und noch kein Fin schickt, sind wir in diesem Finvalue 2 und in dem Finvalue 2 können noch beliebig viele Daten kommen. Irgendwann mal kriegen wir das Fin, sagen dem oben drüber Terminate und schicken noch den Ack raus für das da. Und dann gehen wir nochmal in diesen Timed Wait und aus dem kommen wir raus nach einem Timeout, wenn dann bestimmt keine Daten mehr kommen. Hier oben in diesen Closed Zustand. Und das gibt es auf der anderen Seite natürlich auch. Ne? Diese Seite hier, die könnte auch hier stehen, wenn nämlich der Server beschließt, es gibt nichts mehr zu senden, dann schickt er einen Fin. Also es gibt verschiedene Kombinationen aus diesem Verhalten. Ja, diese Warterei hier, die kann eben unter Umständen noch Zeit in Anspruch nehmen. Auf jeden Fall ein paar Roundtrips, selbst wenn alles gut ist, Roundtrips für dieses Fin und die Axt, die wir dafür kriegen und das Ack, was wir selber schicken, das muss ja auch hier drüben ankommen und so weiter. Also selbst im Idealzustand gibt es noch ein paar Roundtrips. Und dann müssen wir auch noch diesen hier abwarten, den Timed Wait. Könnten ja noch ein paar Pakete draußen sein. Das Unangenehme, wenn diese Pakete noch draußen sind, auch wenn ich sie nicht mehr brauche, könnte ja sein, dass sie in die nächste Verbindung gleich wieder reinrutschen. Ja? Denn wenn wir hier Feierabend machen würden und das nicht mehr hätten, uns gleich drauf wieder eine Verbindung geben könnte. Vom selben Port zu meinem Port da. Mit denselben IP-Nummer, dann könnte es ja sein, dass so ein Datenpaket, was da zu spät kommt, dann in die frische Verbindung reingerät und dann durcheinander bei den Sequenznummern machen würde, die wir ja gerade mit viel Liebe synchronisiert haben, bei diesem zweiten Verbindungsaufbau. Es gibt da noch andere Dinge, das ist mir auch erst vor kurzem klar geworden. Es könnte auch jemand Böses auf dem Weg ein TCP-Paket bei uns reinschieben, das nennt man Spoofing, um damit zu versuchen, irgendwelche Lücken auszunutzen, Buffer-Overruns zu produzieren, das Übliche. Das ist auch nochmal ein schwieriges Kapitel, wenn da jemand im Netz sitzt und irgendeinen Router gekapert hat und sieht, dass da zu mir hin eine TCP-Verbindung läuft, dann könnte er versuchen, mir da noch was unterzujubeln in meine TCP-Verbindung, eine frische, eine alte und so weiter. Also da gibt es noch ein paar Zwischenprobleme, die auch wieder so mehr, naja, wenn man sich das überlegt, dann muss man wieder in diesen Schachspielermodus reinkommen. Wenn das passiert und dann passiert das, was kann ich dann mit meinem Springer machen? Akzeptiere ich das, schickt er für einen Ack oder nicht und so weiter? Kann ich dann einen Buffer-Overrun kriegen oder sonst was? Also das das ist so ein bisschen so eine Denksportaufgabe, was da alles passieren kann. Zu den Zeiten, als man das TCP designt hat, hat man sich überlegt, was passiert in Fehlersituationen. Wie reagiert der TCP auf solche Fehlersituationen? Und dazu gibt es eben unter anderem diesen Timed Wait. Womit man hat die Netzwerkinfrastruktur für vertrauenswürdig gehalten, im Sinne von vertrauenswürdig, da wird kein Angriff auf einen gestartet. Das ist sie heute in der allgemeinen Annahme eben nicht mehr, die Infrastruktur vertrauenswürdig. Das heißt, es kann durchaus sein, dass da irgendwelche Packet Injections und sonst was stattfinden,
die versuchen, uns durcheinander zu bringen. Und damit wird der TCP, so wie er ist, noch nicht klar. Und wenn Sie, wie vor ein paar Tagen, sehen, dass die IETF da beschließt, dass jetzt die Protokolle mit Sicherheit im Hinterkopf designt werden sollen, dann versucht man hier noch in diese Pakete sozusagen so Cookies und sowas oder Kennzeichen einzusetzen, zusätzlich Hashcodes, damit so ein Spoofing nicht so einfach ist. Also da finden jetzt auch noch Überlegungen statt, das zu ändern und zu verbessern, und da würde ich auch die nächste größere Änderung am TCP sehen in diesem Bereich oder erwarten, formulieren wir es mal so. Also hier kommen wir mit solchen Fehlersituationen, dass Pakete sich überholen. Klar, die sind heutzutage vielleicht weniger wahrscheinlich geworden, dieses Pakete wiederholen. Andererseits gibt es auch viel mehr Traffic, passiert vielleicht immer noch. Und dagegen will man sich vorsehen. Also die State Machine dafür. Jetzt müssen wir über Lastabwehr sprechen. Und das ist noch ein interessantes Kapitel beim TCP. Wir haben, da braucht man eigentlich gar nicht so viel drüber zu sagen. Ich habe den Eindruck, dass die Sache mit dem Window, man kriegt irgendwie ein Byte-Budget, das man übertragen kann. Und wenn man das übertragen hat, dann muss man warten, bis die Acknowledgements da sind, bis man wieder was übertragen kann für die Flusskontrolle. Das finde ich schon sehr intuitiv. Also ich glaube, da braucht man gar nicht viel drüber zu reden, außer Sie sind da anderer Meinung. Worüber wir sprechen müssen, ist zur Lastkontrolle. Da steht Lastabwehr, das ist vielleicht der, ja, gar nicht so der perfekte Ausdruck dazu. Denn die Endgeräte, die Daten senden, die versuchen sich darum zu kümmern, dass sie das Netzwerk nicht überlasten. Sagen wir, man könnte vielleicht auch statt Lastabwehr Lastmanagement sagen. Und jetzt die erste Frage, die wir beantworten müssen: Wie merkt eigentlich ein TCP, dass das Netzwerk, also diese IP-Routerchen da unten drunter, dass die sich überlastet fühlen? Überlastet fühlen ist der richtige Ausdruck. Die Warteschlangen überlaufen. Ja, diese Router, die schicken ICMP-Pakete, wenn sie Datenpakete verwerfen. Das Dumme ist bloß, dass ein ICMP-Paket es schwer hat, seinen Weg zum TCP zu finden. Das sagt nämlich, ich habe jetzt gerade mal ein Paket verworfen. Und das kommt dann an bei meiner Maschine, und in meiner Maschine, da existieren 87 verschiedene Verbindungen oder in einem Webserver mehrere tausend gleichzeitig. Welches Paket, zu welchem Datenstrom gehört denn das jetzt, was da verworfen worden ist? Das müsste irgendwie zusortiert werden, das ist schwer. Also das ICMP, das kommt gar nicht zu dem, dieses ICMP-Paket, IP-Paket verworfen, das kommt gar nicht zu dem, der wirklich die Last steuern kann. Oder zumindest ist es schwierig, das dahin zu kriegen. Wie kann man denn noch herausfinden, dass das Netzwerk überlastet ist, auf Schicht 4 am TCP, ohne dass man da die Benachrichtigung vom Router kriegt? Vorschläge, steht auch da, also mal schnell lesen, die oberste Zeile: Wenn ein IP-Datagramm verloren geht, naja, wenn ein Paket verworfen wird für den TCP, ist das jetzt ein IP-Paket, ein Datagramm ist verloren gegangen. Woran merkt man, dass so ein Datagramm verloren gegangen ist? Das steht jetzt nicht da, aber das können Sie vielleicht noch wissen. In erster Näherung, ich gebe jetzt auch die Antwort, weil Sie ja sich bedeckt halten, in erster Näherung ein Timeout. Die Bestätigung kommt einfach nicht. Also, wenn ich ein Paket abschicke, ein Segment abschicke, und es kommt keine Bestätigung von der anderen Seite, dann ist das Netzwerk wohl überlastet. Ja, das ist die einzige Art, wie ich das sehen kann.
Und wenn das Netzwerk überlastet ist, dann sollten wir das Fenster, das Congestion Window verkleinern. Ich habe ja hier geschrieben, klick, klick, klick. Das Fenster, mit dem wir schicken, das ist das Minimum von Advertisement und Congestion Window. Also wir schicken weniger, indem wir das Congestion Window verkleinern. Und das habe ich jetzt hier mal aufgemalt. An dieser Stelle, das Rote ist, hier steht Bandwidth, eigentlich hätte ich Throughput schreiben sollen, die Zeichnung wollen wir auch nochmal verbessern. Vielleicht habe ich es auch nur da stehen lassen, damit ich nochmal über den Ausdruck Bandwidth meckern kann. Throughput. An dieser Stelle kann ich beschließen, oder merke ich, ein Datagramm ist verloren gegangen, daraus schließe ich, Netzwerk überlastet, dann mache ich das Congestion Window, das ist das blaue Ding hier, wieder ganz klein. So klein, wie ein Segment groß sein darf. Maximum Segment Size. Wenn ein Paket verworfen worden ist unterwegs, setze ich das CWIN auf Maximum Segment Size. Dann darf ich nur ein Paket schicken, bevor ich eine Bestätigung bekomme. Und dann dürfte ich wieder ein Paket schicken. Und dann kommt die Bestätigung, dann dürfte ich wieder ein Paket schicken, und dann kommt die Bestätigung. Und dem Zuschauer vor dem Webbrowser schlafen die Füße ein. Hektisches Klicken ist natürlich die Folge. Also, das Blaue hier, die blaue Linie, die muss irgendwann auch mal wieder nach oben zeigen. Und dazu gibt es diesen Slow-Start-Mechanismus, den der Van Jacobsen wohl 1988 vorgeschlagen hat. Das gehört zusammen zu dem Self-Clocking. Und das Self-Clocking bedeutet, wenn ein ACK kommt, dann vergrößern wir das CWIN. Und zwar um die Maximum Segment Size. Fangen wir mal hier an dieser Stelle. Die Verbindung ist aufgebaut. Wir haben ein dickes Advertised Window, aber unser CWIN ist am Anfang nur Segment Size. Wir schicken das ab. Dann kommt die Bestätigung und dann vergrößern wir das CWIN um einmal Segment Size. Jetzt stecken zwei Segmentgrößen drin. Wir können also zwei Pakete schicken. Zwei rausschicken. Wenn ich zwei rausschicke, kriege ich, wenn es gut läuft, zwei Bestätigungen. Danach ist das CWIN viermal so groß. Vier Maximum Segment Sizes groß. Ich schicke vier raus. Acht Maximum Segment Sizes, wenn die Bestätigungen kommen. Dann kann ich 8 rausschicken. Wenn das erledigt ist, die angekommen sind, kann ich 16 rausschicken. Na, irgendwann kommt mir noch das Advertised Window in die Quere. Aber eigentlich geht das exponentiell und das hier ist natürlich schlecht gezeichnet. Es sollte exponentiell gezeichnet sein. Ne? Das ist auch sowas, was ich vielleicht nochmal verbessern kann. Also das geht zunächst. Hier ist MSS und das geht so hoch und erst dann so weiter. Erst dann ist das hier. Dieser Strich, über den muss ich jetzt auch noch reden. Also, wenn wir das mit diesem Self-Clocking machen, jedes Mal, wenn ein ACK kommt, wird das Fenster ordentlich vergrößert. Verdoppelt, dann, Sie wissen ja selber, wie sowas Quadratisches aussieht, steigt dann irgendwann rasant an. Auf die Weise kriegen wir das Netz natürlich blitzschnell in die Überlast. Dumme Idee. Wir sollten eigentlich irgendwann mal nicht so gierig sein. Und das nennt man Slow Start Threshold. Das ist das, was der Van Jacobsen dann da propagiert hat. Wenn wir an dieser Stelle sind, wollen wir, wenn ein Paket erfolgreich
übertragen worden ist, nicht mehr das Verdoppeln, sondern wenn das C-Bin größer als das SS-Thresh ist, wollen wir in den Congestion Avoidance Modus gehen. Congestion Avoidance Modus heißt, dass das C-Win vergrößert wird durch Segment Size im Quadrat durch C-Win. Also dann haben wir so ein langsames Ansteigen, aber es geht nach wie vor weiter nach oben. Das C-Win wird also groß genug, dass es vielleicht doch mal wieder hier zu dieser Kollision gibt mit dem Available Throughput. Und dann machen wir das, C-Win setzen wir nach einem Timeout, C-Win setzen wir auf Segment Size. Und dann wird das SS-Thresh übrigens auch halbiert. Und das kann sich dann wieder hier nach oben arbeiten. Das SS-Thresh, da gibt es auch noch eine Formel dafür. Hier unten steht am Übertragungsanfang zufällige Werte für das SS-Thresh. Es gibt da so Untersuchungen, dass die Programmierer halt irgendwas reinschreiben. Am besten eine Zweierpotenz mal die Maximum Segment Size, 64 mal Segments, Maximum Segment Size oder 32 oder sowas. Und man sitzt da als Programmierer vor der Tastatur, denkt sich, ich muss irgendeine Initialisierungswert für das SS-Thresh finden. Und was fällt einem ein? Naja, irgendwie ein Vielfaches von der Segment Size. Es gibt vernünftige Werte, mit denen man da starten kann, steht in der Literatur, mit was man da starten sollte. Wahrscheinlich gibt es auch irgendwelche RFCs, in denen drin steht, bin mir ziemlich sicher, mit was man da, mit welchen Werten man vernünftigerweise anfängt. Ich habe vor einem Jahr oder so ähnlich mal einen interessanten Artikel gelesen zu diesem Thema C-Win. Wenn Sie einen Server sind, der Daten übertragen möchte, nehmen wir mal an, Sie wollen Suchanfragen beantworten. Suchanfragen beantworten. Sie sind der Google und Sie wollen Suchanfragen beantworten. Und die Antwort auf die Anfrage passt, oder eBay oder sonst was, ne? Die Antwort auf die Anfrage passt nicht in ein Segment hinein. Das kommt ja schnell zusammen. Dann können Sie nur irgendwie ganz langsam anfangen, ne, mit diesem Segment Size. Und es geht gar nicht so schnell los, wie man sich das erhofft. Als Google, Google zeigt ja auch an, wie lange es gedauert hat, um Ihre Suchanfrage zu beantworten. Und wenn man da was eintippt, oder bei eBay, da will man ja patsch den Bildschirm voll haben. Zumindest der normale Kunde, denn ich weiß, dass da unten drunter so ein Slow Start und all dieses Gedöns stattfindet. Deshalb wäre es eigentlich schöner, wenn man nicht mit diesem standardisierten Wert anfangen würde beim C-Win. Obwohl im Standard drin steht, es muss Maximum Segment Size sein, fangen die manche Firmen auch mit mehr an. Dieser Typ, der das da im Internet geschrieben hat, die URL noch irgendwo mehr aufgehoben, der hat herausgefunden, dass Google zum Beispiel mit 8-mal Maximum Segment Size anfängt. Und dann hat sich gedacht, naja, das ist ja schon frech, aber ich kann es verstehen. Und dann hat er weitergeguckt und mal bei Microsoft probiert und irgendein Dienst bei Microsoft hat mit 29-mal Maximum Segment Size angefangen. Das fand er schon etwas deftig. Also, an das da halten sich manche Leute nicht. Sondern an den Startwert ganz am Anfang mit Maximum Segment Size, also die ursprüngliche Initialisierung von dem Maximum Segment Size. Und übrigens auch nach einem Fehler könnte man sich überlegen, dass man jetzt nicht mit Maximum Segment Size anfängt, sondern vielleicht ein bisschen mehr. Ich habe übrigens, bevor ich mich mit diesem Slow Start beschäftigt habe, ganz in den Anfangszeiten der File-Transfers im Internet, dieses hier schon gesehen.
Zum ersten Mal ist es mir aufgefallen, als ich einen Webbrowser per FTP geholt habe. Da ist mir aufgefallen, dass der hat es damals ungefiltert gezeigt, welche Datenrate er jetzt im Augenblick hat. Und was mir aufgefallen ist, dass diese Datenrate beim Download so ein Sägezahn war. Und das kommt genau aus diesem Verhalten hier von diesem Self-Clocking und der Slow-Starterei. Datenrate steigt und irgendwann mal kommen wir an die zur Verfügung stehenden Durchsatz und zack, wir back to square one sozusagen. Wir müssen wieder mit C-Wing gleich Segment Size anfangen. Es gibt einen Roundtrip, bevor es wieder schneller wird. Also dieser Sägezahn, der kommt genau hier raus. Wenn man kleine Datenstückchen holt, dann merkt man das nicht so, aber wenn man irgendwas Dickes holt, dann passiert genau das. Es gibt übrigens noch ein paar Ideen, wie man schneller merkt, dass ein Paket verloren gegangen ist, um den Timeout zu besiegen. Beziehungsweise nicht den Timeout abwarten zu müssen. Und zwar ist die Überlegung, wenn der hier ein Paket schickt und noch eins schickt, jedes Mal Daten drin, und das geht verloren, dann würde ja der Timeout bis hier unten dauern. Und erst hier unten könnte das wiederholt werden. Richtig? Aber wenn das hier verloren geht und das hier kommt an, dann könnte der hier diese Bestätigung, ich male sie mal blau, hier an dieser Stelle wiederholen. Wenn der also merkt, hier ist die Sequenznummer, sagen wir mal, 1024, 1536, 2048 angekommen, ihm fehlen aber hier diese 500 von dem da, dann könnte hier 1025 reinschreiben, so wie hier, als Sequenznummer. Dann würde der hier sehen, der Sender, diesen Double Egg, der würde dieselbe Bestätigung für das hier sehen. Okay? Der muss das nicht schicken, aber er kann es hier schicken. Wenn er das hier schickt, kann der hier messerscharf schließen, dass er das hier nochmal übertragen muss. Das ist ein getarnter Nack, wenn Sie so wollen. Und das beschleunigt natürlich die Geschichte durchaus, denn eigentlich würde das ja der hier mal vielleicht mal gelb. Eigentlich würde der erst hier unten kommen. Viel später. Oder um genau zu sein, also wenn hier, wenn die hier nahe zusammen sind, das hier ist ja irgendwie nah am Roundtrip, das hier ist aber 2,5 Mal der Roundtrip. Der normale Timeout ist so, ich glaube, 2,5 Mal die Roundtrip-Time. Also kann man da in der Größenordnung von mehr als einmal Roundtrip das beschleunigen, bis die, dass die, dass das Segment nochmal geschickt wird, dass die Wiederholung kommt. Das ist die Sache mit den 2-Achs. Und es gibt auch was für 3-Achs, kann man auch in der Literatur nachlesen. Das signalisiert dem Empfänger auch eine gewisse Fehlersituation.
auf die er dann entsprechend reagieren kann. Die TCP-Lastabwehr, Sie sehen es schon hier, ist eigentlich ein Hack. Nicht Hack im Sinne von irgendwo eindringen, aber es ist irgendwie clever programmiert. Also es gibt ja diesen Ausdruck, diesen positiven Ausdruck, ein Hack für ein raffiniertes Stück Programmierarbeit, das aber... Verzeihung. Ja, jetzt habe ich mir aber ganz schön dämlich angestellt. Hallo? Okay. Also der Ausdruck Hack in diesem Zusammenhang für ein raffiniertes Stück Programmieren, Software Engineering gesehen, das aber natürlich trotzdem nur eine Krücke ist, ne? Das Gebäude steht irgendwie nicht von alleine, also bauen wir außen drauf noch irgendwie einen weiteren Träger. Hässlich, aber es geht nun nicht anders. In diesem Sinne sollte man dieses Self-Clocking und diese ganze Slow-Starterei sehen zur Lastvermeidung, zur Laststeuerung, zur Lastkontrolle. Congestion Control. Man könnte sich auch mal aufmachen, das nachhaltig zu reparieren. Und was auch vielleicht unschön ist, ist, dass hier dieses Fenster, was sich da ergibt, so zusammengesetzt wird aus dem und aus dem. Sind ja eigentlich zwei unterschiedliche Funktionen. Ne? Also vielleicht gar nicht so schön, aber so ist es und so muss es jetzt auch mal bleiben. Eine kurze Kritik an TCP. Kritik jetzt einfach mal gut und schlecht angucken. Was mir gefällt, eine einfache Protokollmaschine. Nicht so ein Ding, das, wenn man sich es aufzeichnen würde, ist die Wand vom Zimmer voll, sondern das passt auf ein, zwei DIN A4 Blätter und das ist eigentlich schön. Was einem nicht gefällt, ist diese Prüfsumme da am Anfang. Also Leute, eine Prüfsumme gehört ans Ende. Warum? Ich fange an, meine Daten zu verschicken, Byte für Byte. Und wenn ich den alles abgezählt und rausgeschickt habe, dann stecke ich hinten dran die Prüfsumme. Was hier passiert ist, ich muss durch den Speicher gehen, alles zusammensetzen, dann trage ich das vorne ein und dann gehe ich nochmal durch den Speicher, um das Ding abzuschicken. Ich muss also auf jedes Byte zweimal zugreifen. Das freut den Cache, weil man ihn nämlich mit diesen Bytes da vollstopft. Gut, es gibt dann auch Cache-Hits bei der zweiten Runde, aber insgesamt einfach schlecht, weil man zweimal durch die Pakete durch muss. Das kostet viel zu viel Zeit. Es würde auch reichen, wenn man einmal durch muss, dann würde man die Prüfsumme hier am Ende eintragen. Man könnte sich übrigens hier erst Paket vollständig zusammenbauen, da also durchgehen, dann noch ausrechnen, Prüfsumme eintragen und dann nochmal durchgehen, um die Bytes rauszulöffeln. Man könnte sich vielleicht auch überlegen, dass man hier immer eine Konstante einträgt und hier am Ende dann noch so ein Byte einträgt, was der andere nicht in Empfang nimmt, also nicht als echte Daten betrachtet, sondern so, um da hier diese Konstante hier vorne mit der als Summe von der echten Prüfsumme und hier irgend so einem Auffüll 16-Bit zusammensetzt. Das könnte man auch noch machen. Da müsste man eigentlich hier hinten nochmal zwei Byte abzweigen. So ein kleiner Trick, der wäre da vielleicht möglich, wird aber im Allgemeinen nicht verwendet, weil man hier die letzten zwei Bytes dann nicht benutzen kann und so weiter. Was mir nicht gefällt am TCP ist sicher, dass die Fehlerkorrektur nicht abschaltbar ist. Das hängt auch damit zusammen, die Infrastruktur für die Fehlerkontrolle
Die braucht es auch für die Flusskontrolle, ne? Fenster und so weiter. Fenster wieder auf, Fenster wieder zu, deshalb brauche ich Bestätigungen. Eingebaut in den TCP ist, diese Go-Back-N-Fehlerkorrektur. Go-Back-N heißt, wenn das da verloren gegangen ist, dann betrachtet man das hier eigentlich auch als verloren gegangen und schickt die beiden auch nochmal. Außer man benutzt diese SAC-Option. Das SAC, hier steht vorgeschlagen und auch implementiert, die SAC-Option benutzt das Option-Field im Header, um mitzuteilen, welche Daten denn angekommen sind und was noch fehlt. Da braucht man ein bisschen eine Datenstruktur. Dummerweise passt in das Option-Field nur drei solche Bereiche, das ist angekommen, das ist angekommen, das ist angekommen, rein. Das ist heutzutage eigentlich schon ein wenig zu wenig und man könnte das in einer moderneren Version, würde man das sicher verbessern. Insgesamt ist es, finde ich, unschön, dass man die Fehlerkorrektur nicht abschalten kann. Bei Audiodaten, wenn ich telefoniere oder so was Ähnliches, wüsste ich gerne, dass was verloren gegangen ist, aber ich brauche keine Fehlerkorrektur. Und dass es das nicht gibt, das finde ich jetzt etwas schade. Damit möchte ich jetzt erstmal, noch nicht wegrennen, Schluss machen mit dem Inhalt, mit dem eigentlichen Inhalt der Vorlesung und zu dieser jährlichen Zusatzhausaufgabe für Sie kommen.